Vermutlich ein defekter Schließmechanismus war am Montagabend die Ursache für eine Riesensauerei auf der B45 Höhe Friedensbrücke in Neckargemünd. Der Fahrer eines Traktors mit Anhänger hatte ca. 20 Tonnen gehäckselte Kartoffelschalen geladen, als sich gegen 20 Uhr die Ladeklappe des Anhängers öffnete und sich die Ladung auf der Straße ausbreitete. Die Feuerwehr Neckargemünd wurde um 20.06 Uhr alarmiert zu der Einsatzmeldung 20 Tonnen Kartoffelbrei auf der Straße. Ja, das war am Eingang der Stadt an der B45 im Bereich der Großen Kreuzung. Da haben wir vorgefunden einen entleerten Anhänger, der Kartoffelreste geladen hatte, und die sind dann ausgelaufen, aus irgendeinem Grund. Ja, die Geschichte läuft jetzt so, dass der Betreiber, also der Eigentümer dieses Anhängers, schon unterwegs ist, einen weiteren Anhänger hierher bringt und das mit einem weiteren Radlader dann wieder auflädt und mit einer Kehrmaschine dann die Straßen reinigen wird. Die Aufräumarbeiten dauerten bis ca. 22.30 Uhr an. In der Zeit musste der Verkehr in Richtung Altstadt und über die Friedensbrücke kurzzeitig umgeleitet werden.